Und da sind wir wieder zu einer neuen Folge von Die Krass Mind Test. So, nice. Jo, wir sind jetzt nach langer, langer Reise in Dunkelheit bei minus 660 und sind hier einfach mal in so einem riesigen Minenschacht. Die Frage ist, die ich mir jetzt gerade stelle, ist das hier original so oder hat er das hier absichtlich platziert? Weil ich weiß, dass früher bei Mind Test, da gab es ab einer gewissen Tiefe, glaube ab minus 512 oder sowas, da war der Boden wirklich einfach voll mit Rohstoffen. Es könnte also wirklich sein, dass das hier alles original ist. Würde mich nicht wundern. Also das ist hier schon. Oh, alter Schwede, ey. Okay. Hat er auch Bücher versteckt? Nee, ne? Obwohl, um zu gucken, ob er Bücher versteckt hat, müsste er wirklich jedes Regal durchgucken, ob er da irgendwo so ein paar Secrets versteckt hat. Konnte man überhaupt Bücher schreiben? Ja, ne? Man kann ja hier Bücher reinlegen. Und man konnte damals Bücher auch schon. Konnte man Bücher beschreiben? Doch, das ging, ne? War damals zu 2013. Welche Mind Test-Version war 2013 überhaupt draußen? Die erste Mind Test-Version, mit der ich gespielt habe, also jetzt abgesehen von 3.1, weil Debian ultra veraltet ist, aber die erste aktuelle Mind Test-Version, die ich damals gespielt hatte, war ja 4.10, also 0.4.10. Und da konnte man Bücher, glaube ich, schon beschreiben. War das so um die Zeit? Muss ich mal ganz kurz hier Programm beenden. Geh mal weg. Machen wir mal da. Holy moly. Mal weg, mal weg hier. Machen wir mal hier so, machen wir mal so hier. Und dann machen wir mal GitHub. Mind Test. 2013. Was gab es denn damals so alles? 2018, Next. Ja, das war wirklich so um die Zeit rum. 2013, ne? 2014. Wie gesagt, das war halt die erste Version, mit der ich gespielt hatte. Aktiv. Die Frage ist halt, gab es da schon Bücher? Wie kriegen wir das jetzt am einfachsten raus? Wo ist denn Twi? Twi, Twi, Twi da. So. Perfekt. Mods. Ach, ja, ich bin ja dumm. Ich muss ja mein Test game. Da muss ich hin. Ich bin ja auch schon wieder so behindert. Mods. Und Books. Books, 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 Books. Nee, war noch keine separate Mods. Dementsprechend gehe ich mal auch fast davon aus, dass man Bücher noch nicht beschreiben konnte. Schade eigentlich. Schade, schade. Das Witzige, ich selber habe jetzt auch meinen Test 0 Punkt. Was mache ich da? 0.4.10 für meine alten, halt für meine alten, eigenen alten Maps, die ich vielleicht auch mal zeigen werde in ein paar Folgen oder so. Können wir einfach mal reinjumpen? Ja, das war klar. Können wir einfach mal reinjumpen? Das war klar. Diese Mobs-Mod. Dass die mal Ärger macht. Cancel. New. Ah, danke. Creative. Creative. Danke. Beruhig dich bitte. Die heißt ja Hardcore-Disco. Ja, danke dafür. Oh Gott, wie sieht das denn aus? Grant me all. Ja, das war klar. Grant Single Player all. Ach, die guten alten Zeiten. Alter, wo bin ich denn hier gelandet? Okay. Ja. Oh, Alter, das war alles. Oh, direkt Nostalgie-Flash. Ja, so sieht's aus, wenn man mit V7 Map Gen spielt. Obwohl mein Test Game noch gar nicht biomsfähig war. Gut, das ist es aber gerade nicht. Ich will Books. Das war falsch. Das hier wollte ich. So, konnte man damit schon.
Schreiben ist die Frage. Gab es damals sowas wie Stift oder Feder? Nee, ne? Nee, da gab es ja gar keine Bezugsquellen für. Nee, da konnte man damals den Büchern echt noch nicht schreiben. Das ist ja krank. Das natürlich. Interessant. Nö. Nö, geht wohl nicht. Schade. Das heißt, wir werden ja auch keine versteckten Bücher finden. Händler, Wohnquartiere. Ist das hier so eine unterirdische Stadt oder was? Hier ist alles Mögliche. Stahl- und Eisenlager. Ho, 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 ho. Holy moly. Händlerbüro, Großhandel. Was? Händlerbüro, Rohstahlprodukte. Händlerbüro, Großhandel außerhalb. Ist hier so eine Marktstraße unterirdisch? Was ist das hier? Holy moly. Holy moly, Ratshaus. Ja, leck mir am Arsch. Ist wirklich so eine unterirdische Stadt? Ich glaub das nicht. Ist doch nicht euer Ernst? Holy moly. Halt, was war hier? Achso, einfach nur so eine Sitzgelegenheit, wenn man so schön sagen würde. Da. Das ist schon geil. Das ist schon echt krass. Das ist schon echt nicht schlecht. Auch wenn man hier so hochguckt, ne? Hast du dieses Bibliotheken-Feeling, ne? Wenn man so in so älteren Bibliotheken ist, wo auch so der Raum eher so offen gehalten ist, mit so verschiedenen Ebenen. Geil, geil. So, ansonsten geht es hier bestimmt nicht weiter. Das heißt, wir gehen mal hier die anderen paar Richtungen ab. Was ist das hier? Alter, das Ding hier gibt mein Test echt seinen Namen. Das ist ja hier Main City. So, das ist die Hauptstraße. Das hier ist die Bahnhofsstraße. Bahnhofsstraße. Okay. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Wenn Leute Langeweile haben. Lieber so Lars. Such dir einen Job. Ist das geil hier, ey. Holy moly. Ich weiß gar nicht, hab ich euch meine alten letztes Mal gezeigt gehabt? Glaube ja, ne? Hatte ich ja auch so gezeigt gehabt, wie ich so damals so riesige Quader in den Boden geschlagen habe. Hätte ich mal auch mal sowas machen sollen. Ich meine, gut. Meine Quader waren jetzt wirklich eigentlich eher nur zum Meinen und nicht zum, weiß nicht, für Besucher oder ähnliches. Aber holy shit, sieht das krass aus. Da hinten geht es noch weiter, ich will da hinten hin. Wie kommen wir da hin? Ach, hier. Oh, Gläser. Oder auch nicht. Wie kommen wir denn nach da hinten? Da oben? Ich meine, wir spielen hier kein Doom, ne? Das heißt also, irgendwelche versteckten Secret-Tür, wo man die Wand anklicken muss oder sowas, gibt's hier nicht. Zumindest nicht in Minecraft Vanilla. Das heißt, es muss hier irgendwie einen offensichtlichen Weg da hinten hingehen. Warte mal kurz, da hinten geht's runter und da hinten geht's runter. Das heißt, ich werde mal versuchen, hier auch mal außen rum zu laufen. Holy shit, was ist das denn schon wieder alles? Oh mein Gott.
Es ist einfach zu viel. Ja, wir sind immer noch an einem kleinen Fleck der gesamten Map. Wir haben noch nicht mal 1000 überschritten. Ja? Das heißt, wir haben noch nicht mal eine Fläche von 1000 mal 1000 Blöcke abgearbeitet. Und ich will gar nicht wissen, wie groß die Map eigentlich ist. Das wird doch nie was. Holy shit, Alter. Guckt euch das an. Das ist krank. Teufelsturm. Hey, Turm oder Sturm? Teufels. Achso, ja. Okay. Das ist gehört mit zum Teufel. Was ist das? Du verlangst jetzt nicht ernsthaft von mir, die ganzen Treppen hochzulaufen, oder? Das könnte ein bisschen. Das ist ja. Was zur Hölle ist das? Alter, willst du mich verarschen? Hä? Hey. Achso, ich hab. Aktiviert. Alter, was zur Hölle ist das? Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Oh, sind noch oben breiter. Ach du Kacke, Alter. Wie tief geht das Ding runter? Oh, ich will gar nicht wissen, Alter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es wird. Alter, aber. Okay, also, das hier ist definitiv World Edit. Das kannst du mir. Also, selbst wenn er die Zeit gehabt hätte, das hier händisch zu bauen. Kein Mensch auf Erden, der noch gesund bei Kopf ist, hätte die Lust dazu gehabt, das hier nicht zu bauen. Und das hier ist geil. Gut, hätte man vielleicht auch aus Glas machen können. Der hätte sich das auch ein bisschen von der Treppe abgehoben. Aber so die Idee, diese Dinger offen zu lassen und dann einfach so quasi beschaubar zu machen, ist schon nicht schlecht. Das Ding geht bis zur Oberfläche. Es geht sogar noch weiter. Was ist das? Oh. Oder, okay, hier ist Wasser. Dahinter ist wahrscheinlich, ja. Der gute Moos. Nichts los hier. Aber wo sind wir hier zum Teufel? Alter Schwede. Oh, es wird wieder enger. Okay. Wie hoch ist das Ding bitte? Oh mein Gott. Ah, okay. Das Ding bekennt sich Farbe. Oh, wir sind draußen. Achso. Oh, hier ist Glas. Ja gut, das, Was zur Hölle? Oh mein Gott. Ach, das soll so ein Funkturm darstellen. Das sind so eine HF-Antenne. Wie sie halt für Fernsehen oder ähnliches benutzt. Ach du Kacke, Alter. Du willst mich doch verarschen. Die Frage ist. Oh Gott, jetzt. Ronny, willst du wissen? Machen wir mal hier einen auf, oh, guck mal, hier können wir runter gucken. Machen wir mal hier einen auf Freerunner. Gucken, ob wir von hier aus nach unten kommen, ohne zu. Okay, also von hier aus definitiv nicht. Versuchen wir mal von hier aus, ob von hier aus nach unten kommen, ohne drauf zu gehen. Jetzt wird's spannend. Das Problem ist, wir haben nur immer nur relativ wenig Platz. Können wir in die Leiter reingehen? Ja, können wir. Oder dann ist ja easy. Oh, wow. Man sollte die Leiter noch schon treffen. Dann ist das ein bisschen noch easygarer. Holy moly. Oh, wir sterben. Nice. Alter, was zur Hölle war das? Wow. Wir sterben direkt nochmal. Hölle, wie groß war dieser Turm? Das kannst du doch keinem erzählen. Holy krass. 600 Blöcke nach oben. Vor allem, das Ding ging ja noch mindestens 600 Blöcke nach unten. Also hatte eine Gesamthöhe von über 1000 Blöcken. Einfach mal. Einfach so, mir nichts, dir nichts. So, hier ist ein Park. Schnieke, Schnieke.
Nee, ist kein Park. Ist einfach nur abgesperrtes Gebiet, dass du da nirgendwo reinfällst. Ist das die Stadt, wo wir vorhin waren? Oder ist das eine andere Stadt? Ist das Gebäude hier unfertig? Muss das so sein, so offen? Weil da ist Glas. Glas macht man normalerweise nur bei geschlossenen Gebäuden. Alter, mein Test. Was stimmt mit meinem Test nicht? Was ist denn los hier? Meine CPU ist nicht ausgelastet, die Festplatte macht gar nichts. Aber trotzdem tut er gerade so, wie als wenn er gerade stirbt. Ja, dann mein Test. Was ist los mit dir? Ja, das kann natürlich sein, dass hier diverse ABMs aktiv sind. Weil man hat zum Beispiel das bei sehr alten Maps, also bei älteren Minetest-Versionen, da sahen die Fackeln noch anders aus. Ne? Und bei neueren Minetest-Versionen müssen diese Fackeln quasi übersetzt werden in das neue Format. Also wird quasi einfach nur 1 zu 1 ersetzt. Und das sind ja alles ABMs. Und kann natürlich sein, wenn ich hier in Gebiete reingehe, die noch alte sind, dass dann die ganzen ABMs hier reinkicken und erstmal die gesamte Map umgestalten, damit das mit der neuen Minetest-Version kompatibel ist. Aber kann das das Ding so sehr zum Erliegen bringen? Holy moly. Waren wir hier? Doch, genau, das ist die Kirche, wo wir vorhin waren, oder? Ja, genau, das ist der Bahnhof. Okay. Was halt geil wäre, ich meine, zum einen, ja, ist cool, dass diese Mod von keiner anderen Mod abhängig ist. Ne, so frei nach dem Motto, du brauchst halt nur meinen Test und diese Map und schon kannst du diese Map spielen. Andererseits wären so manche Mods vielleicht ganz hilfreich, zum Beispiel die Area Mod, weil mit der Area Mod könntest du nämlich unten links dafür sorgen, dass immer eingeblendet wird, wie dieses Stadtteil heißt oder wie die Straße heißt oder sowas. Ne, einfach quasi das Gebiet markieren, protecten und den Protect-Namen anhand des Gebietes wählen, dass du das quasi als Orientierungs Punkte hast und vor allen Dingen halt auch weißt, wo du gerade bist. So, wo war hier der Turm war doch hier ganz in der Nähe, oder? Oder irre ich mich? Hier war der Park, wo wir vorhin waren. Das ist alles so krass hier. Holy shit, Moly. Oh, das Lava. Der Boden ist Lava. Eine Art Leuchtturm. Interessant. Guckt euch das an. Okay, aber hier scheint auch nicht mehr allzu viel zu sein, ne? Ah doch, wow. Und ich mit meiner endlosen Naivität dachte schon, hier ist die Map zu Ende, also das, was er erbaut hat. Aber nein, hier geht es natürlich noch direkt weiter. Bürokomplex. Krasse Kacke. Oh, ist das geil. Oh, ist das geil. Wow. Holy moly. Achso, so für Boote, so Anlegefläche. Nice. Ja, genau. Wir können so. Schnauze. Hier können so Boote reinfangen, dann so anlegen und dann kann man rausgehen und dann kann man die Treppe hochgehen und dann. Nice, die Dicey. Ja, richtige Schlingertreppe hier. Kraft korrekt. Bücher. Ich suche Geheimnis. Punkt-Exe. Nö, nichts drin. Schade eigentlich. Oh, ist schon krass. Diamantenblöcke. Ja, so Stahlbohnen hört sich natürlich ein bisschen komisch an. Vor allem, welcher Stahlbohnen klingt so? Ich meine, so würde es doch höchstens klingen, wenn du selber auch Stahlschuhe hättest und den Stahl auf Stahl oder sowas. Das klingt so, aber doch keine normalen Schuhe auf Metall. Normale Schuhe auf Metall hörst du quasi gar nicht. Da hörst du nichts knarren, da hörst du gar nichts. Einfach. Holy moly. Sieht krass korrekt aus. Soll das hier eine Dusche darstellen? Auch nicht bei Peter.
Hä? Ach so, ja, klar. Ich dachte gerade schon irgendwie Protection Mod drauf, aber nein, das sind ja diese Stahltüren und die Stahltüren sind ja protected. Wo geht's weiter hoch? Ach da. So eine offene Treppe ist auch schon so Luxus gut, ne? Nice. Oh, ein Golfboden. Und ein Tischtennis. Platz. Tischtennis. Hier, nicht Bowling. Mann, das mit den ganzen Kleinkugeln, die da so. Billard? Billard. Billard. Genau. Billard. Billard. So ein richtiger Billardboden. Tisch. Warum ist hier Schnee? Warum ist hier Stroh? Okay. Kein Kommentar. Oder ist das Schnee? Ist das Sand? Nee, ist Schnee. Genau, das hinten ist Sand. Oder ist das auch Schnee? Ist auch Schnee. Ach so, okay, also das hier soll so eine Leinwand darstellen, so Kinoartmäßig. Das hier ist scheinbar der Projektor. Aber was soll denn diese Tür darstellen? Da hab ich wohl nicht genug Fantasie für. Oh, hier ist er raus. Platsch. Jonimo! Oh. Ja. Wenn der Map-Generator wieder Langeweile hat. Oh, hier ist der Weg. Dann folgen wir diesen Wegen doch mal. Ah, oh, und eine Hauptstraße. Weg. Privatweg. Zugang für Unbefugte verboten. Oh, Entschuldigung. Ich gehe schon. Dass die aber gleich meckern müssen. Verstehe ich gar nicht. Laufen wir jetzt gerade zum Spawn? Ne, laufen wir nicht. Wir laufen vom Spawn weg. Okay. Ey, wir haben die 1000er Marke überschritten. In X-Richtung. Wir entdecken also neue Gebiete. Oh, da hinten sehe ich schon was. Oh, eine Flagge. Wow. Wow. Eine Wüstenburg. Rote Stadt, Nordtor. Das Problem ist halt natürlich, ne, wenn man so die gesamte Stadt in einen Farbton machen möchte, so wie hier halt rot. Man merkt schon, ist halt relativ eintönig, weil es gibt halt nicht sehr viele rote Stoffe in Minetest, also in Vanilla Minetest. Und dementsprechend ist man dann sehr schnell auch begrenzt mit den Möglichkeiten, so gestaltungstechnisch. Aber das erinnert mich gerade hier irgendwie so an so, ja, nicht so dritte Weltländer, aber so Afghanistan oder sowas, ne? So diese Steinstädte. Ist überhaupt Afghanistan oder glaube ich schon. Wieso? Ich bin Gianni Kamikaze, die bin ich springe von Dach zu Dach. Schöne Bäume. Und sterbe. Ja, danke dafür. Eigentlich wollte ich da oben hin, das kann ich jetzt vergessen. Geronimo! Geronimo! Ja, scheiße. Geronimo! Jawohl! Bin ich King oder was? Was ist das? Gar nichts. Okay. Hier ist Buchladen. Okay. Nee, halt. Hä? Wie, wo war's? Ich will darauf. Ach so. Muss ich aber außen drum rumlaufen. Verstehe, verstehe. Nee, da geht's lang. Und also doch weiterlaufen. Ich muss hier lang. Und dann, nee, hier geht's ja noch da. Gibt's hier mal eine verkackte Karte? Achso, gibt's ja. Achso, na gut, aber die bringt mir nicht viel. Welche Taste war das überhaupt nochmal? Ich habe diese MyTest-Map schon so lange nicht mehr genutzt. Tasten ändern. Karte, Chat, Bildschirm, Geister, schnell, Beweg, Flug. Karte, V. War das nicht eine F-Taste? Das war doch früher eine F-Taste, oder? Ja, okay. Ach, kack, MyTest. Ach, kack, MyTest. Das ist krass korrekt. Geronimo.
Gibt es hier einen Weg, der auf die Stadt rausführt? Hier gibt es einen Holzweg. Nee, ist bloß eine Aussichtsplattform. Holy shit. Sieht auch nicht sehr vielversprechend aus. Holy shit. Kantine. So, wo ist der nächste Weg? Das sieht schon krass aus. Guck mal, das ist ein richtiges Gebäude, oder? Aber wo kommt man denn da rein? Weil hier waren ja nur Bücherregale, genau. Hier war auch nichts. Guck mal hier. Ah, ah. Was ist das? Sind das so Gebetsteppiche? Ist das hier so eine, Gott, wie heißt das? Moschee? Oder ist das eine Moncherie? Was? Heute lernen wir das Fliegen. Yay! Okay. So. Da ist ein Weg. Also sehr geil. War das der Weg, von dem wir kamen? Ja, das ist der Weg, von dem wir kamen. Okay, aber wenn wir dem Weg folgen, dann müssten wir eigentlich doch auch irgendwie einen Ausgang finden können, oder? Hier zum Beispiel. Nee, das ist das. Hier ist Nordtor. Von hier kamen wir. Och, leck mich doch. Dann waren wir hier doch richtig. Man müsste doch mal lesen können, ne? Ja, Südtor. Nice. Geronimo, Geronimo. Yay. Party. Party hard. Krass korrekt. Finde ich schon nicht schlecht. Links oder rechts? Das ist jetzt die Frage. Hier gibt es leider keine Schilder. Wir fahren mal hier den Weg. Und meint, das hat keinen Bock mehr. Und die Sonne hat auch keinen Bock mehr. What the fuck? Willkommen in der Stadt der Wissenschaft. Ist das ein Kernreaktor? Was ist das hier? Ist das hier das Verlies von Asterix und Obelix oder was? Ich komme runter, Asterix. Ich komme raus, Obelix. Hilfe. Holy Mann. Schön, schön. Hier ist ja schwindelig, hier ist ja. Vielleicht die Treppe noch. Oh. Warum sterben wir immer? 1600, 230. Oh. Warum ist das Spawnpunkt weit oben? Wenn du stirbst, stirbst du direkt danach nochmal. Quasi direkt als Bestrafung. Teleport. 1200, 250. Halt. 10 irgendwie so, keine Ahnung. Grant me all. Feierabend jetzt hier. Yay! Kann es sein, dass hier irgendwo ein Minus war und ich das Minus vergessen habe? Ist das möglich? Okay, ich habe keine Ahnung, wo wir gerade waren. Ja. Gut, dann, doch wieder zurück zum Spawn. Und wieder Stern. Holy shit. Zwei Herzen. Yay.
Achso. Ich würde mal sagen, in der nächsten Folge gucken wir dann mal in die andere Richtung, also in die Minus-Minus, also in die Richtung. Bzw. wir können uns mal die U-Bahn angucken. U-Bahn ist gerade auch geil. Ja, da würde ich mal sagen, dann sieht man sich dann in der nächsten Folge irgendwann mal wieder. Scheiß Wasser.